Und willkommen zurück! Und damit sind wir jetzt in der dritten Folge in dieser Aufnahmesession. Und in der Aufnahmesession und wir haben eben gerade ein paar Androiden überlebt. Überlebt und gucken jetzt mal, was uns sonst noch alles erwartet, weil über uns ist nämlich gerade das Alien am Laufen. Und wir drücken erstmal hier auf Power und Spiel fortsetzen. So, wir müssen nach rechts. Oh, wir sind hier. Kann ich das nicht hacken? Ich kann es nicht hacken. Ich kann es nicht hacken. Okay, und dann sind wir gleich da. Es ist hinter mir und vor mir wird was angezeigt. Ich drehe mich nicht an. 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 Speichern. Ich speichere! Lass mich in Ruhe! Ich sollte nicht hier sein, verdammt nochmal! Das Spiel macht mich älter. Was? Du brauchst gar nicht so lachen. Ich lache aber. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Nee, mach das Spiel, ich spiele das Spiel jetzt durch und dann ist gut, die Laune. Das Spiel jetzt gleich durch. Dann ist Feierabend, spiel nie wieder sowas. Im Übrigen, es gibt jetzt auch Slenderman für die Xbox 360. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Okay. Das ist nicht ein. Ach so, es ist. Nein! Du willst mich verarschen! Ja! Hey, eine Figur, die ich mag! Ripley? Ist das Ripley? Ja, ich bin's! Lass uns rammeln, bitte! Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht allein lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Stoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Also wenn das Alien jetzt nicht kommt, dann gar nicht. Okay, wir lassen das Ding mal laut sein. Ich muss jetzt mal gucken. Das ist ein Ausgang. Okay, wie komme ich denn jetzt da hin? Falsches Ding. Sorry. Wie wäre es nochmal? Stadtwerk hier. Wow. Die Stadt ist nichts zu sehen. Ja, ist gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ist mir bewusst. Außer aufhören, so zu ratschen und zu kebbeln und was weiß ich nicht noch alles. Oh, jetzt einmal bitte nichts. Einmal komplett. Gut, das Ding ist nicht am Krisseln. Kein Gepiepe. Bin ich überhaupt richtig? Fast, glaube ich. Hör auf, jetzt mal grün zu machen. Das verwirrt mich. Macht mir Angst.
Hier sind fucking Kameras, ernsthaft. Warum fährt die Scheiße hoch? Sie, hey, Sie, brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgebracht. Das stimmt doch was nicht. Na los. Drücken Sie nicht so rum. Das stimmt was nicht. Ganz ehrlich, Leute, das stimmt was nicht. Eine fremde Person, die uns jetzt hochlässt, ohne Wenn und Aber... Nee. Da stimmt was nicht. Aha. Der will mich doch nur vergewohltätigen. Und so. Ganz bestimmt. Nimmt er sich kurz, bevor ich sterbe, noch einmal ordentlich auf eine Frau was abseilen und dann passt das. Das Richten der Waffe auf Personen geht als aggressiver Akt. Die greifen mich doch immer als erstes an. Was ist das mit Mr. Revolver? Das ist eine ganz nette Person. Der hustet nur sehr viel. Und, Mr. Hammer brät eine, also Mrs. Hammer brät immer eins über. Aber sie kocht halt gerne. Wer ist da? Wo bist du? Und was hast du mit dem Schinken angestellt? Hallo? Ich soll den fucking Lüftungsschacht versuchen. Aha, genau. Ja, ist klar. Ich bin tot. Ich habe keine fucking Lampen. Ich bin so gut wie down. Mal ein paar Medikits hier bauen. Gebastelt. Blendgranaten, EMP-Granaten und so ein Scheiß dabei. Okay. Yeah, cool. Einfache Sache. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Ich dachte, die Tür war doch gerade zu. Moin, Doc. Ich bin cool. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene das war klar. Sanitätsgut. Aber es sind drei. Ist klar. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molly
Das war so klar. Es hätte so einfach sein können. Ey, ich brauch die Arznei. Yo, wie hast du? Yo, vielen Thanks. Yo, schönen Day noch. Und tschüss. Immer will jeder irgendwas von einem. So, was ist das da? Da ist eine Treppe. Da ist anscheinend ein Backofen oder sowas. Keine Ahnung. Guck mir nochmal ein bisschen um hier. Siehst du? Da blinkt nämlich schon mal was Schönes. Und zwar Schrott wahrscheinlich, ne? Ist ja klar. Kann ich nicht einnehmen. Da haben wir nochmal einen Lüftungsschacht. Die sieht so aus, als wenn sie eine Wii U-Tante wäre, Alter. Der Junge ist gerade am Pinkeln. Anscheinend. Du sitzt dann in einem sicheren Büro. Ich darf gucken, wo ich bleibe. Sehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo ich bin. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Das Ding macht Fiepgeräusche. Aber ich sehe keinen. Wo ist das? Das ist ein Speichergerät! Oh, speichern! Ja. Oh, das gibt mir ein feuchtes, warmes Gefühl in meiner Hose. Auf jeden Fall eine Verschwendung deines Talents. Doktor hat was geklimpert. Das ist scheiße. Was ist das hier? Ach, ich hab mich Liebraum. Schöne Sache. Kann man mich auch demnächst einweisen, wenn es so weitergeht? Gut. Aber irgendwie müssen wir noch ein anderes Spiel für zwischendurch haben, Alter. Was ist denn dieses Spiel hier? Ja, das ist wohl wahr. So, ich habe mich jetzt tierisch verlaufen. Da muss ich hin. Okay. Ist das dieser Weg? Nein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich muss hier lang. Da lang. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Warum, was passiert? Ich hätte ihn doch gleich schreien hören. Hilfe, ich werde angegriffen. Sollen wir mal einmal hacken hier. Das hier. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ich bin in Morleys Büro und der Zugangscode muss hier irgendwo sein. Schön. Okay, freue ich mich doch. Privat.
Dr. Lingard, wir benötigen Ihre. Wir benötigen hier Stimulanzien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coolman. Coolman. Das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Loks nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente Entschuldigung, ich hab's heute wieder mitlesen. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung drückt. Können Sie mit Kurman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Fehler kann nicht gesendet werden. Quarantäne auf Krankenstation. Schnauze! Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Schön. Finden Sie. Lassen wir es mal durchlesen. Zugriff nur für... Warnung. Och nö! Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Voll ist an Christobal Krankenstation aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshalls und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode der Anlage 1702. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgt. Alle 15 Minuten. 1702, müssen wir uns merken. Beunruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer könnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseiten dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Sie dreht sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn bleiben zurück. Zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wissenschaftlicher Aufschwungs im Weltraum. Also wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopol fühlen sich getäuscht. Angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollten, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehend gespalten. Das jüngste Vorgehen der Kolonialmarschalls gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeit. Die Station scheint jeden Tag ein Stück mehr an den Abgrund zu rücken. Audio. Fehlerhaft. Zubehör. Nichts vorhanden. So. Finden Sie Morley. Okay. Was ist denn ein Lamp immer dafür? Gerät unzureichend. Okay, es gibt also noch ein Gerät. Verschlossen. Das wäre so gemein jetzt. Und das Moment ist Pufferboard. Ich habe eine Vermutung, wo er ist. Hallo? Hallo? Nein, hier ist er nicht. Vielleicht ist das auch Dr. Morley. Nein, war er nicht. Okay, das ist der. Sensoren sind voll. Okay, das ist gut. Das ist nur das Ding, worauf ich zugreifen kann. Vor allem, warum löse ich jedes Mal ein Alarm aus. Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da fucking nochmal rein! Leck mich, das war das Alien, oder?
Meine Damen und Herren, die dritte Folge. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo speichern kann. Speichergeräte sind da hinten. Wenn ich das jetzt recht entsinne. Das sind Speichergeräte, okay. Das heißt, wir rennen da raus, da hinten hin und dort in der Ecke ist ein Speichergerät. Dann speichern wir und beenden die Scheiße jetzt. Was Moment ist. Oh, gut. God damn it. Ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich beende jetzt die Aufnahme-Session. Ich kann nicht mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schrotet alles in die Kommentare. Das waren jetzt 3 Folgen in der Aufnahme-Session. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und schrotet alles in die Kommentare. Und ich wiederhole mich gerade. Oh, leck mich am Arsch. Okay, ja, ne? Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao.